Das war so ein Volkssport bei den Frauen, Nastücher umhöbeln. Nastücher hat man gekauft mit dem Rand, der so nur zickzackelt war. Und dann hat man Garn dazu gekauft und hier gehöbelt auf 100 und zurück. Und dann hat man die Nastücher auch gerne mal verschenkt. So ein ganz schönes habe ich gerade die letzte Woche verloren.